Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Alben-Revue. Ich habe im Rahmen dieser Videoreihe immer wieder die Alben von The Alan Parsons Project besprochen und behielt dabei eine chronologische Reihenfolge bei. Zuletzt hatten wir bei dem wunderbaren und wundersamen Album The Turn of a Friendly Card aus dem Jahr 1980 aufgehört. Steht also an, diesen Trend fortzusetzen und damit uns mit dem 1982 veröffentlichten Folgealbum Eye in the Sky zu beschäftigen. Und dieses Album ist unglaublich und setzt die Erfolgsgeschichte einer Band fort, die zu diesem Zeitpunkt offensichtlich nichts falsch machen konnte. Und ich glaube, für viele ist das hier durchaus ihr Lieblingsalbum der Band. Und ich neige dazu, dem zuzustimmen. Mein Lieblingsalbum wird sicherlich eher I, Robert bleiben. Aber ich kann diesen stimmungsvollen Reiz von Eye in the Sky schon verstehen. Klangtechnisch, aber auch personell ist dieses Album eine klare Fortsetzung von The Turn of a Friendly Card, mit dem Unterschied, dass hier eine Neuerung Einzug hält. Zum ersten Mal ist das Mastering digital, obwohl die unmittelbaren Sessions noch immer auf einer entsprechenden Bandmaschine aufgezeichnet wurden. Doch für 1982 war das die Speerspitze der Technologie und es gab noch nicht so viele Musikproduzenten, die das so machten. Aber die Zeichen, die standen durchaus an der Wand und einige Jahre später würden es alle so machen. Das Album wurde in den Abbey Road Studios in London aufgenommen, sozusagen Alan Parsons vertrauter Grund und Boden. Für das Mastering benutzte er das Sony PCM 1610 System, das anderthalb Jahre vorher auf den Markt gekommen war. Ein Vorläufer dieser Technologie wurde aber bereits in 1978 vorgestellt. Das PCM 1610 ist ein leistungsfähiger Soundprozessor oder Sound Engine, wie es damals hieß, muss aber im Tandem operieren mit einer Bandmaschine. Ich gehe davon aus, dass Alan Parsons hier Sony U-Matic verwendet hat. In seiner Shortplay-Funktion, also mit beschleunigter Bandgeschwindigkeit, ist das ein qualitativ starkes analoges Format. Ich hatte Anfang der 90er Jahre mit ADAT-Systemen aufgenommen, also zwei parallel geschaltete VHS-Kassetten letztendlich. Und das erzeugte qualitativ sagenhafte Resultate, die man dem Medium gar nicht zumuten würde. Die Band auf diesem Album ist die bewährte Gang aus Ex-Pilot und Ex-Cockney Rebel-Mitgliedern. Da ist David Payton am Bass, aber auch am Gesang auf einem der Tracks, Ian Berenson, Gitarren, Stuart Elliott, Schlagzeug, plus der Ausnahmemusiker Mel Collins am Saxophon. Keyboard und Pianopflichten teilten sich Eric Wolfson, Alan Parsons und Andrew Powell, wobei man sagen kann, dass der federführende Keyboarder auf dieser LP Eric Wolfson ist. Andrew Powell übernahm erneut die Orchesterarrangements und die sind auf diesem Album zahlreich. Dies ist eine extrem cineastische Platte. Das war auch etwas, das Musikjournalisten damals The Alan Parsons Project gerne nachsagten. Es sei Musik für imaginäre Filme. Eye in the Sky fühlt sich auf jeden Fall an wie ein faszinierender, hypermoderner Soundtrack zu einem Science-Fiction-Film an. Bezüglich der Sänger setzte man die bewährte Arbeitsweise unterschiedlicher Stimmen fort und arbeitete hierbei mit erprobten Namen, zu denen ich dann bei der jeweiligen Trackbesprechung kommen werde. Diese Platte hat viele Preise bekommen und gilt als extrem erfolgreich und bekannt. Deshalb wäre es sichtlich übertrieben, hier davon zu sprechen, das Album sei unterschätzt. Das ist es sicherlich nicht. Es ist geachtet und wird respektiert, aber ich finde, es ist ein Album, das einige unglaublich übersehene Edelsteine besitzt, über die nie jemand redet und die oft übergangen werden. Deshalb möchte ich auch versuchen, diese akustischen Juwelchen mal etwas hervorzuheben. Dieses Album hat sichtlich die berühmteste Eröffnungsphrase der Bandgeschichte und damit auch zweifelsohne eine der berühmtesten Albumeröffnungen aller Zeiten. Sirius ist ein für
The Alan Parsons Project, typischer mysteriöser Opener, instrumental und kurz, sozusagen ein Appetizer-Häppchen für den ersten großen Knall. Eine Methode, die man bei vielen dieser Alben von Alan Parsons Project findet. Das war sozusagen Teil der Project-Formel. Ich weiß, dass dieses Eröffnungsmotiv massiv mit irgendeinem amerikanischen Sportteam nun verwoben ist, die es seit Jahrzehnten als ihre Hymne oder als ihr Gladiatorenthema benutzen, während sie auf das Spielfeld marschieren. Etwas in der Art, ich muss gestehen, dass das Einzige, das mich noch weniger interessiert als amerikanischer Sport, das Stricken von Wolle ist. Deshalb konnte ich mich nicht einmal überwinden, das genau in Wikipedia nachzulesen, um es hier an dieser Stelle präzise und korrekt wiederzugeben. Ich weiß nicht mal, welche Sportart das ist, aber wenn es Alan Parsons auf diese Weise irgendein anständiges Tantiem-Einkommen beschert, gut für ihn. Sirius als Track ist untrennbar von dem Folgesong, dem Eponym Eye in the Sky, verbunden, die durchaus gekonnt ineinander fließen. Auch etwas, was ich so als Teil der Alan Parsons Project Formel bezeichnen würde. Eye in the Sky wird von Eric Woolfson gesungen, mit Chris Rainbow als Hintergrundstimme, und gilt als einer der großen kommerziellen Erfolge der Band. Es ist eine Melodie, die bis heute regelmäßig in Radio und TV auftaucht. Beide, Parsons und Woolfson, wurden häufig über die Bedeutung des Songs befragt, und die Antwort hierbei ist nicht unbedingt konsistent zu nennen. Manchmal kam zur Sprache, dass Eye in the Sky die gängige amerikanische Bezeichnung für Überwachungs- und Spionagesatelliten ist, während beide auch darauf anspielten, dass sie sich aus ihrer Glücksspielzeit in Monte Carlo gut an diese zentral platzierten Kamerasysteme in den Spielhallen erinnerten, die dort von oben stoisch das Geschehen an den Casinotischen beobachteten, mit all der Niedergeschlagenheit und all der Euphorie, die sich da unten abspielte. Doch ich finde, der Text könnte viel einfacher als ein Song über eine Beziehung gedeutet werden, wobei der Sänger dabei eine recht fragliche Rolle einnimmt, nicht zum ersten Mal in einem Alan Parsons Project Song. Es geht um Macht und Kontrolle, aber vielleicht auch um Bespitzeln und Stalking. Mit der großartigen Songzeile "Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing." Purer Eric Woolfson. Auch die nächsten zwei Tracks fließen charmant ineinander über und sollten vielleicht stets zusammen gehört werden. Und damit kommen wir zu zwei Beispielen, die, wie ich vorhin meinte, extrem unterschätzt sind. Children of the Moon, gesungen von dem großartigen Bassisten und Sänger David Paton, ist eine faszinierende, atmosphärische und zugleich dramatische Komposition. Da werden geistige Bilder heraufbeschworen, die genauso gut aus einer kultigen Science-Fiction-Novelle stammen könnten. Doch vor allem ist dies ein Song von sagenhafter Originalität. Ich kenne nichts, das so klingt wie dieser Song. Ja, es ist rein formal irgendwie Popmusik, doch niemand schreibt so Popmusik. Es ergibt keinen Sinn. Allerhöchstens kann man wieder einmal den Einfluss von Musicals auf Eric Woolfson zur Rate ziehen. Das kleine Versatzstück Gemini rundet Children of the Moon großartig ab. Es ist eine sanfte Ballade, gesungen von Chris Rainbow. Und doch gilt auch hier, dass das Stück kompositorisch nur schwer mit dem gängigen Mainstream vergleichbar wäre. Da ist etwas seltsam Mysteriöses in dieser Musik, Lichtjahre fern jeglicher Pop- und Rock-Schmonzetten und Klischees. Der kleine Track markiert zugleich hervorragend den Übergangspunkt zu dem nächsten Song Silence and I, und diese drei Stücke, die so filigran aneinander gewoben sind, machen zusammen fast schon so eine Art Mikro-Rock-Oper aus. Silence and I ist produktionstechnisch das Opus Magnum auf dieser Platte. Der Song beginnt unscheinbar und zurückhaltend mit Andrew Powell auf dem Klavier und Eric Woolfson am Mikrofon. Doch schon bald entfaltet sich die gesamte Macht des Andrew Powell-Arrangements. Auf dem Cover steht nirgendwo, welches Orchester das eigentlich ist. Es kann natürlich sein, dass Abbey Road zu jenem Zeitpunkt ein eigenes Hausorchester hatte. Silence and I könnte man sicherlich als prätentiösen, selbstgefälligen und extrem theatralischen Kitsch brandmarken. Doch ich glaube, es ist zumindest produktionstechnisch einer der anspruchsvollsten Tracks, die die Band jemals aufgenommen hatte.
Es gibt hier eine sichtliche Abenteuerlust, die sich erneut in einem heroldhaften Einsatz von Fanfaren niederschlägt, aber auch in einem aufregenden Polyrhythmus, cineastischen Streichakzenten und einem leidenschaftlichen Gitarrensolo von Ian Berntsen. Das hier ist die ganz große Leinwand. Das ist CinemaScope. Das sind 70 mm in Klang und Ton. Und nach 7 Minuten 20 braucht man fast eine Erholungspause und doch dürfte es schwer sein, an dieser Stelle die Platte nicht umzudrehen und sogleich die B-Seite spielen zu lassen. Und die B-Seite beginnt sichtlich grandios, aber eben auch leichtherzig. Die Zeit ist gekommen, um sich etwas von dem epochalen Ritt von Silence and Die zu erholen. Und so kommt nun das rockige You're Gonna Get Your Fingers Burned mit dem einzigartigen Lenny Zakatek am Gesang. Ein hervorragender Song und, wie ich finde, einer der ganz großartigen Eröffnungsmomente für eine B-Seite. Energetisch und gleichzeitig gesanglich extrem gekonnt. Lenny zeigt hier, warum er einer der Besten ist. Ich finde, das hier ist eine seiner hervorragendsten Aufnahmen. Gefolgt wird diese Nummer von einem Lied, das Jahrzehnte später ein echter Dauerbrenner bei Konzertauftritten von Alan Parsons werden sollte, Psychobabble, hervorragend gesungen von Elmer Gantry. Psychobabble ist ein großartiges Stück, das wunderbar zwei entgegengesetzte Stimmungen miteinander vereint, was sichtlich auch ein Teil der kompositorischen Erfolgsformel von Eric Woolfson war, dieses Vereinen der Gegensätze, Conjunctio Oppositorum, wie Alchemisten das nennen würden. Denn einerseits ist da dieser schwungvolle Upbeat, der das Stück geradezu zu einem Tanzlied macht. Zugleich ist es aber eine Geschichte des Wahnsinns und des Abrutschens in psychische Isolation. Diese Aufspannung erweist sich als extrem reizvoll. Der nächste Track auf diesem Album darf natürlich nicht fehlen. Es ist die gewohnte instrumentale Nummer aus der Feder von Alan Parsons. Und diese berühmten instrumentalen Stücke von Parsons, die man auf im Grunde jedem Project-Album findet, sind nicht nur hervorragend gealtert, sondern erfreuen sich stets großer Beliebtheit. Manchmal ist es sogar genau dieser Sound, den Außenstehende, die die Band nur gering kennen, am stärksten mit The Alan Parsons Project assoziieren. Also diese Mischung aus Elektronik, etwas Disco-Beat und harmonisch, ein etwas mysteriöser Science-Fiction-Vibe. Und der Track Mama Gamma erfüllt diese Kriterien nicht nur hervorragend, sondern ist möglicherweise die populärste Instrumentalnummer von Alan Parsons. Zumindest Schulter an Schulter mit Sirius und Lucifer. Ein hervorragendes Cardio-Stück. Toll zum Joggen, toll zum Arbeiten oder um einen Dübel durchzuziehen. Die vorletzte Nummer auf diesem Album wird erneut von Lenny Zakatek gesungen und ist in meinen Augen das vielleicht unterschätzteste Poplied aller Zeiten. Aber so ist es manchmal in Fragen von Erfolg und Hitpotenzial. Da spielen stets tausend Faktoren eine Rolle und nicht alle diese Faktoren lassen sich steuern oder kontrollieren. Step by Step, so heißt das Lied, sollte in meinen Augen einer der großen Hits der 80er sein. Doch stattdessen ist es kaum bekannt. Das ist von mir also ein ganz heißer Geheimtipp, den ich jedem ans Herz lege, der einfach mal was Neues hören will. Einfach mal Step by Step von Alan Parsons Project raussuchen und anhören. Nach meinem Dafürhalten hätte dieses Stück für 6 Wochen die Hitparaden anführen sollen. Den Abschluss dieser Platte bildet Old and Wise, eine sanftmütige Ballade gesungen von dem großartigen Vokalist Colin Blunstone, ebenfalls ein langjähriger Weggefährte dieser Gruppe. Ich muss gestehen, dass ich früher nicht so viel Verständnis für das Lied hatte. Ich fand es sichtlich etwas schmalzig und habe nie verstanden, warum der Song so populär ist. Doch zum einen ist die Nummer großartig eingesungen von Colin Blunstone und zum anderen ist es vermutlich etwas, das thematisch mit einem jungen Menschen nicht unbedingt in Resonanz steht, während man das Lied im Alter etwas besser absorbiert, falls das Sinn ergibt. Nun, ich finde zwar immer noch, dass es sehr kitschig ist, aber ich kann das ausdrucksstarke Arrangement wertschätzen. Zugegeben, es ist das Lied auf diesem Album, das ich vielleicht am wenigsten mag, aber das macht es nicht weniger großartig. Und es ist eine alte Tradition bei The Alan Parsons Project gewesen, die meisten Alben mit diesen etwas besinnlichen Balladen und sehr langsamen Tracks zu beenden.
Noch einige Worte zum Cover. Das ist eine Auftragsarbeit, die damals erneut wieder Hypnosis erhielt. Hypnosis war damals im Begriff, sich aufzulösen. Sie hatten über ein Jahrzehnt den Look von Rockalben mehr definiert als jede andere Designgruppe. Auf dem Cover unten wird das Kürzel ABP verwendet, was ich als eine Chiffre deute, dass der Designjob vermutlich vorrangig von Audrey Powell abgewickelt wurde, während das nächste Album, also Ammonia Avenue, eindeutig von Storm Thorgerson gemacht wurde. Das eine Sky-Cover ist nicht gerade das beste Cover der Welt, aber das Horus-Symbol auf grünem oder so eine Art azurgrünem Hintergrund hat über die Jahre durchaus einen ikonischen, kultigen Look erreicht und wird sofort erkannt und mit The Alan Parsons Project in Verbindung gebracht. Die ersten Editionen dieses Albums hatten die Vorderseite des Covers noch mit einem Prägedruck mit aufgetragener Goldblattfarbe. Das klingt erstmal sehr kapriziös, aber sie waren nicht die einzigen, die das gemacht haben. Das war damals eine kurzlebige kleine Innovation, die hier und da aufgegriffen wurde. Ich habe hier übrigens aus demselben Jahr, zufälligerweise, was auch einiges aussagt, ein Album von der japanischen Band Melon, die genau dasselbe machten und eine Menge Goldblatt für ihr Cover aufgewendet haben. Aber der Yen war ja sehr stark damals. Immerhin sollte ich mal darben, kann ich von beiden Platten einfach mal die Goldblättchen abkratzen und vielleicht kriege ich dafür eine einzelne belegte Semmel, wer weiß. Dieses Album ist ein großartiger Wurf und ich finde es von Anfang bis Ende zeitlos und erfrischend zugleich. Ich gebe ihr mühelos 5 Sterne und kann es mir nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass das hier das 6. Album von The Alan Parsons Project war, das man, wie seine 5 Vorgänger, nur als großartig bezeichnen kann. Mir würden nicht viele Bands einfallen, die einen so sattelfesten und qualitativ bestechenden Lauf hatten. Und das hier war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wer dieses Album nicht kennt, hat in den 80ern wohl ein bisschen hinter dem Mond gelebt. Aber es ist ja natürlich nie zu spät, das nachzuholen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.